Servus Leute. In der letzten Folge gab es wohl ein Erdbeben. Und mal gucken, was das so alles angerichtet hat. Ah, toll. Die Geister sind ziemlich glücklich heute. Sie werden jeden mit Glück überschütten. Na toll, danke. Und mich mit dem Erdbeben. Komisch. So, zeig mal her. Patrick. Das ist, warte mal, embarrassing. Etwas peinlich. Ich habe meine lila Glücksunterhose vergessen, verloren. Ich erzähl dir das, weil ich denke, ich kann dir vertrauen. Wenn du sie findest, dann bring sie diskret wieder zu mir zurück. Ich bezahle sehr gut. Danke, Bürgermeister Louis. Diskret, ich bring sie dir in einer braunen Tüte, die zur Tarnung schwarz gemacht wurde. Oder so. Ups. Bloß nicht mit der Spitzhacke draufhauen. Wenn das ganze Zeug schon überlebt hat. Was blinkt das jetzt hier? Ja, ich weiß doch. Ich hab's doch angenommen, du Dödel. So. Meine Sonnenblume gieße. Natürlich mit ein bisschen Wasser. Ich könnte gerade drauf bronzen, du. So, der Hopfen hat auch alles überlebt. Mal gucken. Ich habe doch noch anderes Gemüse da in meinem Speicher hier. War das hier? Natürlich war das hier. Holz kann ich erstmal wieder zurücklegen, weil ich muss ja erstmal wieder Kohle machen. Kohle. So. Oh. Ich wollte den Stein hacken. So, bin ich jetzt am Baum? Oh, ich habe einen Frosch aufgescheucht. Idiot, zack, da wieder in irgendeine Richtung. Yay! Jetzt sollte ich auf jeden Fall genug Holz haben. So. Und nun noch die Steine weg. Sehr gut. Ich lege das mal direkt hier am in meinem Teich an. Warte. So. Ich hoffe, die Vogelscheuche geht bis dahin. So. Das wird ein bisschen arg viel zum Gießen, glaube ich. Sollte mal gucken, ob ich noch irgendwas in meinem Lager habe, das ich futtern kann, falls mir die Energie ausgeht. Weil das Gehacke macht jetzt ja schon einen Haufen Energie weg. Ah, war das jetzt überhaupt richtig? Das sieht irgendwie kleiner aus, das Feld. Keine Ahnung warum. Ne, passt alles. So. Und nun, Feld Nummer 3. Mir de Chili. Yay, ich hab Clay. Ich mir jetzt verarsche. Geh weg da.
So. Hä? So. Jetzt aber. Müssen die Sprinkler halt noch ein bisschen warten. Ich frage mich, was das Erdbeben jetzt wirklich angerichtet hat. Weil bei mir auf der Farm irgendwie nichts. Und in die Mine gehen lohnt sich auch nicht mehr. Zumindest bei den Energiewerten. Aber dafür kann ich ja einen Haufen Kohle produzieren lassen. Ich meine, Geld. Ups. Soll ich jetzt noch ein paar Vogelscheuchen bauen, die ich hier so zwischen reinstelle? Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So. Boah, das reicht ja gerade mal hier von der Energie her zum Gießen. Ich glaube, dann brauche ich die erste Ernte zum selber futtern, damit ich überhaupt noch was anderes machen kann. So. Die Gießkanne kann ich auch noch nicht aufwerten. Das wäre ein bisschen doof. Wo ist die Katze? Achso, ich wollte ja gucken. Hier. Fiber brauche ich 20. Mach ich mal mit der Sense. Dann geht es besser, vielleicht. Mist, jetzt hätte ich das Fiberzeug auch nach oben machen können, damit ich sehe, was ich da eingesammelt habe. Weil die Energie zu Ende. Und dann wird's blöd. Die Sense auch aufwerten, dass da mehr Gras rauskommt, oder Fiber besser gesagt. Die ist irgendwie so unerträglich. 16. Ich kann mir nicht mal eine bauen. Okay. Also. Hätte ich doch eher mal was gesagt. Ich mach's doch mal dahin. So. Eine Krähe hat verscheucht. Na dann. Bei dir so? 3 Stück. Achso. Die brauche ich gar nicht fragen. Ah, da hockt die Katze. Hallo. So. Mit dem bisschen Energie kann ich jetzt noch auf Wanderschaft gehen. Oh, geil. Doppelfund. Und gleich noch eine silberne. Schockgeil. Jetzt noch ein paar Würmer, wo dann Bücher und so ein Zeug drin sind. Und dann... Weißt du das? Ah, Emily. Geht, schaffe. Ich habe meine Arbeit schon erledigt. Deswegen dabbe ich hier jetzt halt rum. Sozusagen rumdabbe Luftschnappe. Aha, hallo Bürgermeister. Ich hab deine Unterhose noch nicht. Die Mondlichtquallen werden bald da sein. Das ist eins meiner Lieblingssachen hier im Valley. Aha. Die Mondlichtquallen. Oder so.
Kommt die jetzt auch mal da wieder raus, irgendwie? Ja, Hölle. Wie soll man sich mit der anfreunden, wenn die da immer drin hockt und nie rauskommt? Sonst ist das Herzle bald wieder weg, wenn die nicht hier sich mal bald sehen lässt. Mal bald, irgendwann oder so. Versteckt sich da was hinten dran? Kann ich nicht sehen. Toll. Der komische Streitwagen da ist nicht da. Yay. Gibt zwar nicht viel Kohle, aber trotzdem nehme ich es mit. Solange bei mir nichts wächst da auf dem Feld, was ich ernten kann, muss ich halt wildes Gemüse einsammeln. Oder Blume. Zwei silberne. Warte mal, da wollte ich gar nicht hin. What? Schon 18 Uhr? Krass. Was habe ich denn den ganzen Tag gemacht? Jetzt habe ich gerade gedacht, so, oh geil, eine andere Pflanze, aber da komme ich nicht dran. Ja, ja, mhm. Hier ist nichts. Wo ist jetzt das komische Glück von diesen komischen Geistern? Wollt ihr mich verarschen oder was? Mhm. Hey, was liegt denn da? Cool, ich habe eine Axt gefunden. Wenn jetzt die Unterhose nicht dran gelegt wäre, dann hätte ich mich aber gefragt, was das für was Komisches war, was die da gemacht habe. 50 Shades of Grey oder so. Hä? Irgendwie laufe ich gerade. Hä? Völlig verkehrt. Wer ist denn das? Sylvester. Aha. Achievement Fisherman. Mhm. Achievement 15k. Hä? Ach so, da gibt's Hüte zu den Achievements, die ich geschafft habe. Jetzt raff ich's. Ist ja witzig. Ich brauche mehr Achievements. Normalerweise sind mir die völlig wurscht. Kann ich da durch? Nö. Das ist nur Blödsinn. So, jetzt muss ich aber doch mal irgendwie Lea finden. Kopfkratz. Weil sonst ist die Woche rum. Und die sagt wieder, nee, da lasse ich mal mein Herzle weg. Hm. Also irgendwie hatte ich mehr Glück, als da die Geister gesagt haben, du hast das totale Pech. Du Drecksack. Gucken wir mal, ob sie heute da ist. Ich sehe sie irgendwie nirgends. Da ist sie nicht. Hm. Ich mach wieder eine andere Melodie. Mann, ey, wo ist die Alte? Das gibt's doch nicht. Warte mal, war Robin da drinne? Ne, ich glaube nicht. Kann das sein, dass die vielleicht da oben bei Maru irgendwie ist? So Erfindungsblabla und so. Warte mal, da muss ich irgendwie anders laufen. Da muss ich viel anders da laufen. Wahrscheinlich komme ich da jetzt nicht mehr rein, weil es schon zu spät ist. Gerade gedacht, was leuchtet da? Aber Glühwürmchen.
Und da war ein Hase. Ich hab's doch gewusst. Hey, servus. Es ist ziemlich hart, dass die Größe des ganzen Universums nur im Hauch zu erahnen. Oder guck halt weiter da durch. Vielleicht findest. Achso. Die macht jetzt dasselbe wie der Bürgermeister letztens. Was? Wer trinkt hier? Vor allem woraus? Oh. Hey, Trauben. Kann ich aber nicht verchecken. Brauche ich fürs Community Center. Und hier liegt nichts. Oder sind diese Dinger hier auch einsammelbar? Nö. Schade. Ich frag mich, was im Sommer so alles wächst, außer da an den Bäumen. Weil im Frühjahr waren die Büsche da am Start mit der Himbeere. Himbeere. Warte mal. Ruhig. Wo waren das? Summer Crops, Fall Crops, Animal Bundle. Das war, glaube ich, hier. Sommer. Den habe ich, das habe ich, das habe ich. Ey, geil, ich habe so ein Dingens fertig. So. Oh. Es ist 12. Weg, weg, weg. Wann habe ich die gekriegt? Keine Ahnung. So. Moment. Ich brauche doch gar nicht hier, ne? Wenn ich hier schon überall noch so letzte Flicken von Frühling hab. Ja, ich sollte reingehen. Nachdem ich hier mal Zeug in die Kiste gemacht habe. Wenn er an die Kiste geht. So, 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 so. Das hier und das hier. Nein. So ist schon besser. Okay. Katze pennt. Nö, mir egal. Oh, ich glaube, das war leicht knapp. Dann gehe ich mal pennen. Das bedeutet, morgen ist die Energie nicht ganz voll. Was soll das Fragezeichen da eigentlich? Willst du für die Nacht schlafen gehen? Ja, nein. Was gibt's da zu fragen? Außer gute Nacht. Oder gute Nacht. 250. Cool. So, und du? Wo ist jetzt das UFO und so? Jetzt kommen bloß noch Sternschnuppen. Ist ja langweilig. Warum war da letztens ein UFO? Kann man das irgendwo finden? Das wäre voll gut. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was mache ich in der nächsten Folge. Auf jeden Fall mal Lea finden. Die Woche ist fast rum. Und dann wahrscheinlich den ganzen Tag wieder gießen. Und dann irgendwie mal gucken, dass ich in die Mine komme. Da muss ich ja doch die Gießkanne aufwerten, solange ich diese blöde Metallscheiße nicht hab. Weil das Eisen ja nirgends zu finden ist. Komischerweise. Bei mir. Vielleicht sollte ich vorher noch einen Ring machen oder sowas, damit ich besser den Schaden aushalte da unten in der Mine. Schauen wir mal. Naja. Würde ich jetzt sagen, bis dann.